Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video zu WWE Supercard. Ja, wir haben heute mal ein bisschen viel vor. Fangen wir doch gleich mal an mit der Road to Glory 1. Da gab's auf gewöhnlich Big E, auf ungewöhnlich Fandango, auf selten Luke Harper, den ich nicht geschafft habe. Besonders selten Kane, ultra selten King Barrett, episch Edge, legendär Rusev und Survivor Randy Orton. Und auf WrestleMania Sheamus und Eventkarte Dolph Ziggler. Ich habe das nicht gespielt, da ich das Wochenende nicht zu Hause war und hatte halt auch keinen Internetempfang. So, dann kommen wir zum Team-Event. Da steht es zurzeit 335 zu 435 bei Bayley episch. Ja, wir werden leider es nicht schaffen, den Level noch zu holen. Asuka sowieso nicht. Das Problem lag diesmal daran, dass Arsch Cat Diddy erst um 23 Uhr die Road to Glory gestartet hat. Und dass ja, da halt schon 2 Stunden weg sind, sozusagen, und wir dann eh schon wieder alle schlafen sind um 23 Uhr. Bringt es halt nichts, ne? Und wir machen jetzt auch nicht extra eine Nachtschicht einlegen, weil wir müssen ja auch nächsten Tag arbeiten oder die Leute in die Schule gehen. Also hoffen wir mal, dass das nächste Mal wieder um 9 Uhr startet, ganz normal und nicht um 23 Uhr. So. Teampunkte, ja, bin ich mal der Erste, aber ja, hilft ja leider nichts. Gut, dann zeige ich euch den neuen Modus Money in the Bank. Da werden wir jetzt auch mal ein Spielchen spielen. Ist eigentlich ganz cool. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich glaube, es sind jetzt noch 34 Tage. Es waren 40 Tage am Anfang, um die Belohnung zu bekommen. Die Belohnung zeige ich euch gleich. So, dann sieht man hier sozusagen eine Leiter. Und hier oben ist der Money in the Bank Koffer. Jetzt sind hier silberne Koffer und ein Bronzekoffer. Also immer die silberne nehmen oder wenn ein goldener Koffer ist, natürlich den goldenen. Also nimm mal, dann ist hier noch Tempo und Härte. Das wird dann per Zufall ausgewählt, was drankommt. Also Tempo, Härte, dann nehmen wir doch Sheamus gegen The Miz. So, ich weiß jetzt auch nicht, was dran kam, weil das sieht man irgendwie immer nicht so gut. Es kam Tempo dran, okay. So, dann haben wir schon mal plus 3. Jetzt hier beim goldenen Koffer. Kraft Charisma. Ich weiß jetzt gar nicht, was Christian hat. Dann nehmen wir mal einen Dusty Rhodes. Okay, das gewinnen wir. Und somit kriegen wir plus 4 Verträge. Also man muss halt Verträge sammeln. Und ja, Kraft, Tempo. Oder Tempo, Charisma. Dann machen wir das mal so. Ich hoffe, es kommt Kraft, Tempo. Oh. Jawohl. Sehr schön. So. Dann nehmen wir Kraft Charisma, Härte Charisma. Nehmen wir die Kanne gegen Baba Ray. Jawohl, auch gewonnen. Und jetzt der letzte Gegner. Mach mal einfach mal so. Mal schauen, ob wir es gewinnen. Gleich beim ersten Mal, wenn nicht. Ich habe ja immer noch eine zweite Karte, aber wir gewinnen es. Sehr schön. Und somit kriegen wir den Money in the Bank Koffer. Wir haben jetzt 16 Verträge. Daher, dass wir den Money in the Bank Koffer heruntergeholt haben, kriegen wir nochmal 16 Punkte dazu. Und das wären dann halt 32 Punkte. Haben wir jetzt 1449 Punkte. Jawohl. So, da hat man halt drei
Chancen zu spielen. In einer Stunde kommt dann wieder ein Gratiskampf und man hat halt drei Dinger, ne? Also in 3 Stunden ist das dann wieder voll. Bearbeiten, so sieht mein Deck aus zurzeit. Und dann zeige ich euch noch die Belohnungen. Also mit 15 Verträgen kriegt man 4 Draft Picks, mit 475 Seamus besonders selten, mit 1575 Rusev auf Ultra selten, 2520 Dean Ambrose, 3150 Kofi Kingston, John Cena mit 4095 auf Survivor, Alberto Del Rio mit 5040 Verträgen und Seth Rollins mit 5670 und Roman Reigns auch mit 5670. Das sind sozusagen, glaube ich, Eventkarten. Und ja, wenn man da halt dann 10.000 hat oder dann hier 11.000, was weiß ich, wie viel das jetzt sind, kann man die dann pronen. Und man sieht, man hat immer noch 34 Tage Zeit. Also wenn man jeden Tag 300 Verträge schafft, dann schafft man den locker. So, also mein Ziel ist auf jeden Fall, Seth Rollins zu pronen. Und wenn ich dann wirklich noch Zeit habe, ich habe jetzt leider 2, 3 Tage sind verloren gegangen, da ich das Wochenende nicht da war. Und wenn ich es noch schaffe, eine Karte von Alberto Del Rio. Oder Roman Reigns. Aber wenn ich ihn nicht pronen kann, dann bringt er mir nichts. So, dann das dazu und dann kommen wir zur Fusionskammer. Jawohl, wir haben ja in der letzten Fusionskammer Seth Rollins gezogen. Wäre natürlich geil, wenn wir den heute auch ziehen können. Ja, das wäre doch geil. Also drückt mir die Daumen. Wir fordern ein. Dean Ambrose. Ah, geil. Ah, es ist auch geil, ja. Ah, aber so, ja. Irgendwann kommen halt die Karten, die ich dann auch pullen kann. Also, das wäre natürlich dann Oberhammer. Geil, geil. Genau. Also, jetzt haben wir Seth Rollins und Dean Ambrose. Genau, da müssen wir mal schon weiter schauen, wie wir das. Oh, verloren. Okay. Ja, gut, also dann soll es das gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und falls ihr noch kein Abonnent von mir seid, dann abonniert doch diesen Kanal. Es ist kostenlos. Und ihr werdet immer informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Gut, dann soll es das jetzt wirklich gewesen sein von mir. Ich verabschiede mich. Und bleibt dran, bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.